Digga, führen wir bald Krieg gegen Außerirdische? Die USA schießen drittes UFO ab, an der Grenze zu Kanada. Und schaut mal, ich hab sogar die Originalbilder für euch. Das da! Runter mit dem Ding! Oh mein Gott, ist das gefährlich! Ich zitter schon am ganzen Leib. Schießt es doch endlich ab! Bam! 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 Geh runter! Bam! Übrigens, mal Spaß am Rande, gab es schon Meldungen von Deutschland, dass sie dann die Außerirdischen als Flüchtlinge aufnehmen möchten? Aber was ist denn da jetzt genau passiert? Die US-Luftwaffe hat am Sonntagabend ein drittes unbekanntes Flugobjekt abgeschossen. F-16 Kampfjets feuerten über dem Ich wollte gerade ein anderes Wort sagen, aber alles gut. Huronsee, an der Grenze zu Kanada, eine Sidewinder-Rakete auf das Objekt. Das Pentagon bestätigte den Abschuss wenig später und teilte mit, dass US-Präsident Joe Biden die Anweisung zum Abschuss gegeben hätte. Und eigentlich kann man nur hoffen, dass auch in den USA nach dem Vier-Augen-Prinzip gearbeitet wird, sonst. Nein, das war natürlich nicht der Grund. Aber ist schon witzig, wie viele Flugobjekte auf einmal überall gefunden werden und davor wurde uns niemals sowas erzählt. Könnte man ja schon fast meinen, dass sie wieder damit irgendetwas erreichen wollen. Was könnte das wohl sein? Wir als Mensch komplett vereint gegen andere Spezies, die uns eventuell angreifen möchten. Also ich für meinen Teil, ich würde mich wirklich sehr viel sicherer fühlen, in der aktuellen Situation eine Weltregierung zu haben. Ich meine, stellt euch mal vor, wir müssen gegen Außerirdische kämpfen und haben dann so Diktatoren wie einen Putin. Wie willst du mit dem den Kampf gewinnen? Also bitte. Und wenn wir schon dabei sind, wie wär's euch mit dem da, dem Herr Zelensky, als quasi Weltretter vor den UFOs? Gestern habt ihr ihn noch gesehen beim Super Bowl als virtueller Gast. Everybody's Darling. Also wenn er dafür nicht prädestiniert ist, ja wer denn dann? Was für eine Shitshow, Mann.